Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 50 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy. Ja, ich habe gerade den ersten Schock schon hinter mir, denn erst hat es mit der Aufnahme nicht geklappt. OBS hat da irgendwie rumgesponnen, das Programm, mit dem ich aufnehme. Und ja, jetzt geht's wieder. Ich habe es herausgefunden. Wir waren letztes Mal in der Halle der Toten. Da haben wir eigentlich schon alles herausgefunden, was es herauszufinden gab. Nämlich Bekanntschaft mit netten Fleischfressern gemacht. Ja, und dann sind wir hier in die Dwemer-Ruinen gegangen und ja, teilweise ganz schön knifflig. Zuletzt sind wir einen anderen Weg gegangen, aber jetzt gehen wir halt hier runter. Mal was Neues kennenlernen. Aha. Aha. Überall Metall. Ich hatte ja die Mutmaßung, dass wir hier irgendwo auch noch was Maschinenmäßiges zusammenbauen müssen. Ach Moment, hä? Hier waren wir aber schon. Das irritiert mich. Oder hier war schon jemand anderes, aber ich hätte jetzt... Oh, 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 oh. Vielleicht war es doch jemand anderes. Die sind aber gerade mäßig gut mit ihren Augen, die Falmer. Wieso sehen die mich denn nicht mehr? Das finde ich ein bisschen spooky. Ich meine, gut für mich im Prinzip, aber... Ah, die haben mit der Spinne gekämpft. Alles klar. Ja, wie gesagt, gut für mich. Aber das ist ja irgendwie nicht das, der Sinn des Ganzen. Also ich habe zwar, glaube ich, irgendwas mit Schleichen verbessert. Aber wenn das jetzt dazu führt, dass ich mich neben Leute stellen kann, ohne dass die mich sehen, dann finde ich das irgendwie auch wieder ein bisschen dämlich. Ach ja, genau. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, wir suchen ja die verschollene Expedition. Das war hier das Ding. Ist das geil hier. Ist das geil. Hammer. Oh. Hammer. Also, was geht hier? Das gibt's doch gar nicht. Unsere Schießkunst geht allmählich ein wenig durch die Decke. Der. Das, ohne Worte. Silberbarsch. Mhm. Ja. Schön. Unglaublich. Wieso bin ich so langsam? Ah, ich bin überlastet. Was kann man denn loswerden? Na, hier sieht's eher schlecht aus mit Loswerden. Dwemer Helme. Och, kein Mensch. Wir haben die nicht an. Warum nicht? Weil die besser sind. 11. 10. Okay.
die war auch nicht so der Knaller, aber die ist auch nicht so schwer. Obwohl, ja doch, dumm die dumm, eigentlich ist die gut. Wir könnten die dem, der Ketus geben. Wäre eine Maßnahme. Dann hat der auch was zu tragen. Altes Wemermetall weg. Das Zahnrad würde ich behalten erstmal. Große Metallplatte. Hör mal. Hebel wiederum ist interessant. Trollschädel. Ach komm. Du-dum-dum. Eine Gabel? Ah, Getrieberad. Also das, finde ich, klingt ja schon wieder so, als könnte man es irgendwie gebrauchen. Kreisel. Ah, naja, wir werden sehen. Ah, so, der Ketus. Reich des Vergessens und zurück, wie man so schön sagt. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Soll ich etwas für euch tragen? Ja. Und zwar... So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig mache. Ach. Ah, nee. So, das ist jetzt wieder das, was der im Moment hat. Ah, alles kompliziert. Aber hey, die hat 30. Die ist auch besser als das Vampirzeug. 30, 9. Also Vampirrüstung. Ja, die hat 30 und die Lederrüstung von dem hat nämlich... Plus 2, das bezieht sich aber auf uns, ne? Aber selbst das stimmt nicht. Ach wie, dann nimmt er die Waffe nicht mehr. Ach, das ist nicht der Sinn der Übung. So. Okay. Geht vor, ich folge euch. Ja, hervorragend. Hier noch irgendwas. Hier waren noch Sachen. Ich denke nicht, dass wir die brauchen. Getrieberad schon wieder. Ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich da auch, aber... Schlafen, schlafen, schlafen. Schlafen eher nicht, hinsetzen auch eher nicht. So, okay, gut. Dann gehen wir mal zurück. Also hier kann man nichts machen, soweit ich das sehe. Hier kann man auch nichts machen. Hier geht es auch nicht weiter, also zurück, zurück, zurück. Ah, hier sind wir aber noch nicht lang gegangen. Ah, es gibt doch noch Sachen zu tun. Das ist auch cool hier, mit dem Baum. Der muss ja hier in dem künstlichen Licht wachsen. Urne und Kreisel hinsetzen. Uah, was war das? Eine Falle. Eine Feuerfalle. Oh, schockschwere Not, ey. Da ist natürlich Essen drin. Was auch sonst. Eine Säge, Gabel, Schale, Becher. Ah, Gold. Gold ist gut. Geldbeutel ist gut. Oh, Stroms Tagebuch. Das klingt interessant. Ich habe beschlossen, mit einer der Wachen zurückzubleiben und den Wohnbereich weiter zu dokumentieren, über den wir gestolpert sind. Ich schreibe dies nach bestem Wissen, aber durch das plötzliche Verschwinden der Dwema ist es fast unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was das alles ist. Der Baum. Bei den Neuen. Ich kann den Zweck dieses Baumes nicht bestimmen. Er scheint aus dem Gebiet um Weißlauf zu stammen, aber
Warum und wie er hierher gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, er könnte ein Geschenk von der Oberwelt gewesen sein, aber bei der prachtvollen Umgebung könnte es sich auch um eine Demonstration der Macht handeln. Ich werde in den Wohnbereichen in der Nähe nach weiteren Hinweisen suchen. Entschuldigung. So. Wohnbereiche. Bei einer näheren Untersuchung des Bereiches sieht es so aus, als beherbergte dieses Bauwerk zwei Clans oder Familien. Ich kann mir keinen anderen Grund für diesen Grundriss vorstellen. Vielleicht hat diese Gruppe diesen speziellen Bereich der Stadt beaufsichtigt? Ich muss meine Notizen mit denen der anderen Gebiete vergleichen, wenn wir mehr von der Stadt entdecken. Hoffentlich enthalten einige davon nähere Hinweise. Es sieht so aus, als wäre ein kleiner Flügel eingefallen. Ein kleiner Flügel eingefallen. Und wenn die Expedition zurückkehrt, können wir vielleicht einen Eingang ausgraben. In diesen Bereich der Ruinen haben sich allmählich Falmer zurückgeschlichen. Gut, dass ich hier nicht allein bin. Wir haben einige der Bereiche abriegeln können, aus denen die Falmer vermutlich eingedrungen sind, aber sie gelangen immer noch irgendwie zu uns. Gemeinsam können wir sie zurückhalten, aber wie lange dauert es noch, bis Staubin und die anderen zurückkehren? Offensichtlich zu spät. Wie abgeschlossen. Oh. Hallo, Strom. Aber die anderen Tagebücher habe ich doch jetzt noch gar nicht. Schaufel. Will ich jetzt hier rumschaufeln? Eigentlich doch nicht. Mache ich jetzt auch erstmal nicht. So. Weiter. Ich gucke trotzdem noch mal ins Journal. Ah ja, genau. Eins habe ich nämlich erst gefunden. Ja. Okay, haben wir noch was vor uns. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sich hier diese ganzen Wemer-Sachen immer anzuschauen. Sehr cool, aber da können wir auch nichts machen. Noch mehr Falmer. Waren wir hier schon oder hat die Expedition mit denen gekämpft? Noch ein Getrieberad. Ein kaiserlicher Soldat. Nicht gut. Gar nicht gut. Das sieht hier irgendwie fies aus. Ziemlich fies. Ziemlich, ziemlich fies. Oh. Wer hat denn das hier veranstaltet? Die Falmer? Also wenn ich hier jetzt gerade eine Falle ausgelöst habe... oh Gott, okay. Ja doch, alles klar, ich sehe, wofür es ist. Mhm, schön. Wunderschön. Boah, okay, gut. Ja, Folterkammer, herrlich. Herrlich, herrlich, wunderbar. Ich denke, wir könnten wohl zurückgehen.
So, hier rauf und dann kommen wir wieder in das Gebiet, in dem wir in der letzten Folge schon waren. Ich würde dann vielleicht jetzt einfach mal speichern. Der Kampf, der uns letztes Mal hat scheitern lassen, kommt zwar erst später, aber schaden kann es wahrscheinlich nicht. Da habe ich letztes Mal auch schon nachgeschaut, aber ich könnte jetzt auch nicht erkennen, dass man hier irgendwie freischaufeln kann. Oder ich müsste die Schaufel dazu in die Hand nehmen, was natürlich möglich ist, aber... Genau, ah, das war richtig. Ah, Mist, 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 Mist. Hatten es eigentlich fast. Mist. Weiter. Das war's doch fast. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Aha. Ich wollte schon sagen, ich hätte das Schlösserknacken verlernt. So, Dietrich, Schale, nö. Ah ja, genau, der Centurio-Dynamo-Kern. Dynamo-Kern. 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 Und so weiter und so fort. Trankmischerbeutel. Alles eher uninteressant. Lederhelm, Dwemerkreisel, schwaches Gift der Ausdauer. Okay. Haben wir schon schlimmere Sachen gefunden? Aber reißt einen jetzt auch nicht vom Hocker. Ah ja, genau. Das waren die Herren, die uns letztes Mal aufgemischt haben. Also jetzt ganz im Ernst, das Verhalten ist höchst merkwürdig von denen. Also das kommt mir jetzt schon wieder eher normal vor. Dass wenigstens mal einer auf uns schießt. Okay. War irgendwie diesmal erschreckend einfach. Ah. Oh. Schwaches Gift des langen Leidens. Wir sind eigentlich bisher auf wenig Fallen gestoßen. Es gab diese eine Feuerfalle eben. Das war's eigentlich. Oh, 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 oh. Es sind auch noch mehr. Der hat eine magische Waffe. Müsst ihr schon besser sein. Down.
so einer. Ist nicht gut. Oh Gott. Ach du mein Schreck, ey, das ist gar nicht gut. Heilung hilft jetzt auch nicht viel. Unerbittliche Macht könnten wir mal machen. Und dann aber mal ganz schnell hier Zaubertränke. Das bringt jetzt gar nichts. Zaubertrank der Heilung, das bringt schon eher was. Brauchen wir schon zwei von. Schieß! Naja, gut, dass ich eben gespeichert habe, nicht wahr? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war echt nicht gut. Waren halt mal zwei starke Gegner. Was man dem Spiel wohl nicht zum Vorwurf machen kann. Ah, interessant. Jetzt ist es anders anscheinend. Oh nein! Schon wieder so knapp. Ja. War hier eigentlich noch was zum Mitnehmen? Ah ja, genau, das Gift. Ja, ich glaube, das war's. Mann, 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 aber echt immer, wenn ich sage, das ist aber gerade easy, dann kommt sowas. Der Ketus, der Ketus. Ist ja cool, dass die uns ignorieren gerade. Wir sollten vielleicht aufhören, sie zu ignorieren. Hier war der nächste. Jetzt läuft er da oben rum. Ich speichere nochmal. nein, stopp. Speichern. Ja. Wie konnte ich den denn verfehlen? Und der nächste von denen. Oh, der Ketus, Mann! Ey, ich kann so nicht schießen. Ah. Boah, was hat der denn für eine Rüstung? Ah.
Oh, ganz ehrlich, ich hatte nicht dran geglaubt. Nicht dran geglaubt, dass wir den kriegen. Aber es ging dann doch ganz gut. Was macht der denn hier? Das sind wahrscheinlich die Haustiere von denen. Ach so, oh, weil du hungerst. Wir brauchen den Rubin. Das ist nämlich eh das Bescheuertste überhaupt, dass wir hier durch die Kunsthandwerkerhallen der Dwemer ziehen und überhaupt keine Schätze finden. Wahrscheinlich wurden die Schätze schon alle geborgen. Wir brauchen diesen verfluchten Rubin. Das kann so nicht weitergehen. Keine Schätze nirgendwo. Okay. Metall, Metall, Schale, Schale, Kreisel. Och Mann. Es kann doch nicht sein, dass es hier nichts zu finden gibt. Das sieht leider sehr danach aus. Truhe. Oh, Stiefel und 3 Goldstücke. Na gut. Also, wir sind ein Stück weitergekommen. Nicht so viel, wie ich hoffte. Aber bevor wir jetzt hier durch die nächste Tür gehen, in einen neuen Bereich, würde ich mich, glaube ich, erstmal fürs Zuschauen bedanken. Und es geht dann weiter in Teil 51. Also, ja, danke. Und bis bald in Nchuanzel. Nchuanzel. Wie auch immer. Macht es gut. Ciao.